Herzlich willkommen zu Breaking Boundaries, Bridging Science, Arts, Humanities, Politics, the Clinic and the Public, eine Veranstaltung des Berliner Instituts für medizinische Systembiologie, das zum Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft gehört. Mein Name ist ja Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und ich glaube, wir werden einen echt spannenden Abend zusammen haben. Dass Berlin eine Stadt mit, ich sag mal, gesundem Selbstbewusstsein ist, das wussten die meisten von uns schon vor heute Abend. Aber heute Abend wollen wir es ein bisschen auf die Spitze treiben und fragen, ist Berlin das neue Boston? Hat Berlin das Potenzial für die Entwicklung zu einem starken, zu einem der stärksten Biotech-Kerne weltweit, zu einer Biotech-Hauptstadt, zu einer der weltweit führenden Standorte für Lebenswissenschaften? Kann es ein Virchow 2.0, wie es heute im Veranstaltungstitel heißt, wirklich geben? Also ein Anknüpfen an die legendäre Zeit der Gesundheitsforschung Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, für die Rudolf Virchow wie kein zweiter Stand, Fragezeichen. Bevor wir uns aber der Frage, ist Berlin das neue Boston, widmen, stellt sich erst einmal die Frage, wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, so zu fragen. Womit wir bei Nikolaus Rajewski wären, Systembiologe, Gründer und Leiter des BIMSBI. Kommen Sie mal zu mir. Ist es überhaupt richtig ausgesprochen, BIMSBI oder BIMSP? Ich sage BIMSBI. Zum BIMSBI. Herr Rajewski, Berlin auf Augenhöhe mit Boston, mit einem Wissenschaftsstandort inklusive Harvard und MIT. Was sind da in Sie Gefahren, so eine Frage zu stellen? Ja, wir müssen natürlich provozieren und wir müssen natürlich weit vorweg denken. Aber ich möchte mal sagen, dass früher gab es mal eine Zeit, wo in Berlin biomedizinisch Top-Forschung gemacht worden ist, die sich nicht einen Vergleich international schämen brauchte. Und ich glaube, in Boston ist ein unglaublicher Sprung passiert in Sachen Biotech und wir können von Boston lernen. Und es würde mich freuen, wenn wir heute Abend das schaffen, hier mit den Koryphäen, die netterweise gekommen sind, sich dieser Frage kritisch zu stellen. Die wir Ihnen gleich noch ausführlich vorstellen werden, die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Herr Rajewski, Sie haben die Debatte im Februar mit einem Artikel im Tagesspiegel befeuert. Überschrift: Berlin soll zur Zellklinik werden. Was ist denn eine Zellklinik? Ja, es geht also, nächstes Jahr hat Virchow 200. Geburtstag und er hat damals vor rund 150 Jahren ein Lehrbuch geschrieben, in dem steht, dass man die menschliche Zelle verstehen muss, um Krankheiten heilen zu können. Es war damals nicht selbstverständlich. Viele dachten auch, es geht irgendwie um allgemeine Säfte oder Gebische und dies und das. Und es war Virchow, der das herausgearbeitet hat. Und was wir jetzt haben aus der Grundlagenforschung, sind Technologien, die Virchow vielleicht ein wenig glücklich gemacht hätten, weil wir können jetzt, ich nenne das wie mit einem molekularen Mikroskop, in die Zellen quasi hineinschauen und quantifizieren, was in den Zellen eigentlich vor sich geht, was das Erbmaterial da eigentlich macht, wie es von den Zellen ausgelesen wird. Das heißt, wir können eigentlich da weitermachen, wo Virchow mal angefangen hat. Und wir glauben, hier in Berlin können wir das sehr stark machen und sehen da eine große Möglichkeit. Und daher Virchow 2.0. Es gab im Tagesspiegel noch einen Artikel, etwas später von Sebastian Thorne, dem Herausgeber, der schrieb, warum die Krise für Berlin eine historische Chance ist und dann weiter: verschwende niemals eine Krise. Das gilt für die aufstrebende Medizinmetropole Berlin jetzt ganz besonders. Das dürfte Ihnen gefallen haben, Herr Rajewski. Ja, ich möchte mal sagen, dass Berlin lange eine lange Krise hinter sich hat, hat ja unter der Teilung besonders, natürlich war besonders stark geteilt. Und ich finde, es wird an der Zeit jetzt wirklich, ich will das nicht Dornröschenschlaf nennen, aber dass die Institutionen zusammenkommen, die eines der stärksten, vielleicht das stärkste deutsche Krankenhaus, die Charité, die Institutionen wie das Max-Delbrück-Zentrum, die super starken Berliner Universitäten, die in den Exzellenzwettbewerben hervorragend abschneiden, dass wir endlich zusammenkommen, die Grenzen aufbrechen, breaking boundaries, und zusammen den Speer in die Zukunft werfen. Ich glaube, ziemlich weit, vielleicht nie so weit wie Boston, garantiert auf Berliner
Art und Weise, aber mit viel Fortschritt, Innovation, also nicht nur Forschung, sondern Forschung auf den Patienten angewandt und dass daraus wirklich was herauskommt, also Innovation betreiben. Und jetzt gerade in der Krise ist ein guter Zeitpunkt dafür? Ja, ich glaube, es ist klar geworden, dass das Gesundheitssystem unwahrscheinlich wichtig ist und dass es da viel zu verbessern gibt und dass wir hier in Berlin, gerade in Berlin, dazu einen großen Beitrag leisten können. Vielleicht sagen Sie noch kurz was zu der Reihe Breaking Boundaries. Das ist ja nicht die erste Veranstaltung heute in dieser Reihe. Worum geht es in der Reihe? In der Reihe geht es ganz allgemein darum, die Wissenschaft, die Politik, aber auch die Kunst und die Patienten und die Innovation zusammenzubringen, denen einen Ort zu geben, wo sie sich austauschen können über aktuelle Themen. Letztes Jahr war das Wolf Biermann, der hier gegenüber gewohnt hat, und Jens Reich, die beide ihren Beitrag geleistet haben, dass Boundaries tatsächlich überwunden worden sind, wie wir alle wissen. Ganz herzlichen Dank. Dann versuchen wir heute Abend auch Grenzen zu überwinden. Nikolaus Rajewski, herzlichen Dank. Ich bedanke mich, ja. Ja, und dann wollen wir mal losdiskutieren. Ich nehme Platz. Und möchte Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal die wirklich hochkarätige Diskussionsrunde vorstellen, die wir zusammengebracht haben. Ich begrüße sehr herzlich den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind und über die Aussichten Berlins als Medizinmetropole der Zukunft diskutieren mögen. Herzlich willkommen. Ich begrüße außerdem Professor Dr. Heo Krömer, Pharmazeut, Pharmakologe und seit September 2019 Vorstandsvorsitzender der Charité Universitätsmedizin Berlin. Herzlich willkommen. Ich begrüße Dr. Elisa Kiebak, Immunologin am MDC und CEO und Mitbegründerin von T-Knife, einem Biotech-Startup und Spin-off des MDCs zusammen mit der Charité. Und zudem wird sie uns nachher noch eine ganze Menge zu erzählen und auch zu einem großen Coup, den T-Knife gelandet hat. Herzlich willkommen. Und ein ganz herzliches Willkommen an Professor Dr. Angelika Eggert, Einstein-Professorin für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie und Leiterin der gleichnamigen Klinik an der Charité. Außerdem ist sie Expertin für Krebs bei Kindern oder ist sie als Expertin für Krebs bei Kindern Standortsprecherin des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung. Herzlich willkommen. Und eine ganz besondere Ehre ist es, dass ich virtuell zugeschaltet auch Professor Phil Sharp begrüßen darf, der 1993 den Nobelpreis für Medizin erhalten hat. Phil Sharp ist Chemiker, Molekularbiologe, Genetiker und Professor am MIT in Boston. Und Sie werden zunächst ein bisschen zuhören und dann später ein paar wichtige Gedanken und Beobachtungen von außen vermitteln, womöglich auch ein paar unbequeme Fragezeichen. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Phil Sharp. Ja, und nun, bevor wir wirklich mal losdiskutieren, noch eine Einladung an Sie im virtuellen Publikum. Bringen Sie sich gerne mit Fragen, Kommentaren über die Q&A-Funktion bei Zoom ein. Und ich bringe dann später, soweit möglich, Ihre Kommentare, Ihre Fragen hier in die Diskussion ein. Ja, und dann würde ich sagen, dann fangen wir doch mal an mit der Kernfrage. Ist Berlin das neue Boston oder spinnt da einfach jemand, das so zu fragen? Herr Krömer, Ende September 2019 von Göttingen nach Berlin gekommen. Sie waren auch in Göttingen Vorstandssprecher der Universitätsmedizin. Jetzt würden manche sagen, Göttingen ist doch ein ganz toller Standort. Was hat Sie denn gelockt? Warum sind Sie nach Berlin gekommen? Natürlich ist Göttingen ein interessanter Standort. Im Übrigen glaube ich, die Stadt der Welt, die die meisten Nobelpreisträger mit ihrer Stadt verbunden hat. Also ist Göttingen eigentlich das neue Boston? Dazu würde ein bisschen was fehlen. Wir können ja auch noch darüber reden, inwieweit Berlin das neue Boston wird und in welchen Teilen wir das wollen und anderen vielleicht nicht. Berlin als Stadt, als Wissenschaftsstruktur und die Charité im Besonderen, denke ich, hat besondere Reize, sodass es sehr viele Gründe gab, hierher zu kommen. Sagen Sie ruhig ein bis zwei von den vielen Gründen. Es gibt in Berlin im Wissenschaftsbereich und in dem assoziierten Biomedizinbereich und damit auch im Versorgungsbereich eigentlich nichts, was es nicht gibt. Wenn Sie genauer hingucken, gibt es für fast alle Bereiche Spezialisten, wirklich herausragend gute Leute,
Und ich glaube, dieser Mix an Leuten, der hier ist, und der Mix an Institutionen ist das, was Berlin ausmacht. Herzlichen Dank. Der Mix an Leuten, der Mix an Institutionen, das werden wir später vertiefen. Frau Kiback, Sie wurden von der Initiative Deutschland Land der Ideen als eine der 100 visionärsten Frauen in Deutschland geehrt. Seit 15 Jahren erforschen Sie T-Zellenrezeptoren und ihre therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten, zahlreiche Patente. Und wenn man jetzt nochmal auf die Firma T-Knife kommt, von nicht allzu langer Zeit, hat dieses Start-up, an dem Sie als CEO und als Mitbegründerin beteiligt sind, 66 Millionen Euro an Venture Capital Kapital eingesammelt. Relativ ungewöhnlich für Deutschland, oder? Ja, es gibt nicht viele Firmen in dem Entwicklungsstadium, wie wir sind, die das geschafft haben. Das stimmt. Das war auf jeden Fall ein großartiger Erfolg dieses Jahr für uns. Hätte das überall passieren können oder hat das auch was mit Berlin zu tun? Also ich würde sagen, es hat primär mit der Technologie zu tun und mit der tollen Wissenschaft, die Grundlage für diese Therapie ist. Und die Technologie und natürlich auch mit einer sehr, sehr langen Entwicklungszeit, die diese Technologie schon gereift hat, während sie noch im akademischen Kontext erforscht wurde. Ja? Und der ganze wissenschaftliche Horizont in Berlin, ich glaube, ist natürlich schon das, was uns am Ende geholfen hat, die Firma zu gründen und auch die Investoren in die Firma zu ziehen. Mhm. Hätte auch München sein können oder ist es so, dass es irgendeinen Grund gibt, warum Sie in Berlin sind mit der Start-up-Firma, außer dass es Ausgründungen von MDC und der Charité sind? Ist das etwas, wo Sie sagen würden, naja, potenziell gesehen wäre vielleicht München sogar ein besserer Standort oder so für uns? Also wir haben das sicherlich viel diskutiert, auch mit den Investoren viel diskutiert. Warum bleiben wir hier? Warum gehen wir nicht in ein anderes Biotech-Hub? Ich war immer ein großer Verfechter dafür, dass wir hier am Standort bleiben, weil es uns natürlich erlaubt, mit dem Netzwerk, was wir schon als Gründer mitgebracht haben, vom NDC und von der Charité, weiterhin eine Zusammenarbeit mit den Zentren zu haben und auch die Nähe zu den Kliniken, zur Charité, uns sicherlich einen besseren Startpunkt erlaubt hat, als wenn wir ganz neu in München angefangen hätten beispielsweise. Herzlichen Dank. Angelika Eggert, die Frage, ist Berlin das neue Boston? Was war Ihre erste Reaktion, als Sie die Frage gehört haben? So ein Lächeln, wie ich gerade gesehen habe? Das Lächeln auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist noch nicht das neue Boston, aber das Lächeln, weil auch ich mir wünschen würde, dass es das bald wird. Und ich glaube, wenn ich irgendwo in Deutschland das Potenzial sehe an der Vielfalt der medizinischen, aber auch der biologischen, der biomedizinischen Exzellenz, an der Breite, aber eben auch an der Tiefe der Leute, dann würde ich sagen, dann ist hier in Berlin das Potenzial. Mhm. Das war jetzt aber ja auch schon vor 2, 3, 4, 5 Jahren da. Was hat sich vielleicht geändert, Frau Eggert? Das war sehr spannend zu beobachten, hat mir auch viel Freude gemacht. Ich bin seit 7 Jahren in Berlin und die Exzellenz, die war auch vor 7 Jahren schon da. Aber das, was woanders immer als Überbrückung des translationalen Todestals, nämlich von der Grundlagenforschung bis zur Klinik, überall beschrieben und sich gewünscht und herbeigesehnt wird, das sehe ich hier passieren. Hier haben sich in den letzten Jahren die Wissenschaftler auf der Grundlagenforschungsseite und die Kliniker sehr eng zusammengetan. Und dieses Interdisziplinäre und das Miteinander empfinde ich als etwas ganz Besonderes. Jeder spricht darüber, aber hier findet es statt. Ganz herzlichen Dank, Michael Müller. Das werden Sie jetzt alle sehr gerne gehört haben, was die Vorrednerinnen und Redner gesagt haben. Jetzt frage ich mal ganz platt, was hat das mit der Politik zu tun? Mein Eindruck ist, die Themen Wissenschaft und ganz speziell Medizin, Gesundheitsforschung sind Themen, die Sie besonders gepusht haben in den vergangenen Jahren. Beobachtung richtig? Ja, Beobachtung richtig. Und erstmal finde ich schon spektakulär, dass Sie überhaupt die Frage so stellen und dass wir so selbstverständlich darüber diskutieren. Das hätten wir ja vor 7, 8 Jahren, glaube ich, so nicht gemacht, dass wir überhaupt diesen Zusammenhang finden und dass wir jetzt auf einmal in einer Situation sind, durch die Entwicklung der letzten Jahre, wo wir zumindest so ein Ziel, so eine Vision diskutieren, haben wir eine Chance, da hinzukommen, wo Boston ist. Das macht doch schon deutlich, was hier entstanden ist und richtig ist. Das ist nicht nur die Politik, das ist natürlich erstmal auch die wissenschaftliche Grundlage, die stimmen muss. Das sind engagierte Leute am Standort. Das ist ein Engagement auch der Bundesebene. Aber es ist auch die Berliner Politik, die es in den letzten Jahren sehr unterstützt hat, das stimmt. Geben Sie mal ein paar Beispiele, was die Berliner Politik geleistet hat in den vergangenen Jahren, um das zu stützen. Es gibt mehrere Dinge. Es fängt mit dem Geld an. Es gehört mit dazu. Sie brauchen Investitionen eben auch in die Strukturen. Sie müssen mit Geld auch interessieren für diesen Standort und Dinge ermöglichen.
Ich glaube, es hat auch geholfen, dass ich auch als Bürgermeister versucht habe, die Wissenschaft auch international noch sichtbarer zu machen, über unsere Partnerstädte, über Netzwerke, dass wir ganz selbstverständlich zusammengereist sind in die Welt und haben geworben für diesen Standort. Also da gibt es unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Ansätze, die, glaube ich, zum Schluss zu diesem Erfolg auch geführt haben. Mhm. Herr Krümmer, wie sehr hat Herr Müller daran gearbeitet, dass Sie nach Berlin gekommen sind? Ich glaube, das Duo Müller und Krach hat extrem intensiv daran gearbeitet. Und es ist immer so, ich glaube, den Punkt muss man noch deutlich hervorheben, dass es in Berlin wirklich gelungen ist, sehr gute Leute herzuholen, was für den Standort spricht auf der einen Seite, was aber, glaube ich, auch sehr stark unterstützt worden ist von der Politik in dem Wissen, dass sich neben der Hardware, also den Baulichkeiten, dem Geld, was man braucht, alles sehr stark um Köpfe dreht und man in internationalen und nationalen Wettbewerben holt. Und ich finde, da hat sich Berlin in der letzten Zeit ziemlich gut aufgestellt. Jetzt haben wir natürlich erstmal uns 10 Minuten lang Wohlfühlgespräch gegönnt, ja, wie wunderbar Berlin aufgestellt ist. Jetzt müssen wir natürlich auch fragen, wie weit denn der Weg nach Boston tatsächlich noch ist, ja. Also ist es so, dass wir den ersten Schritt von 1000 Schritten getan haben, was auch die Richtung Boston vorgeben würde, oder sind wir schon gut unterwegs, Frau Kiebach? Also mal ganz ehrlich, Bestandsaufnahme, nach den schönen Worten, die wir jetzt gemacht haben, wo steht denn Berlin jetzt wirklich? Dass alles da ist, ist ja irgendwie das eine. Aber jetzt muss es vielleicht noch richtig komponiert werden. Müssen wir noch Zutaten dazu? Oder was sagen Sie, Frau Kiebach? Ja, ich denke, um weiterhin Unternehmen wie uns zum Beispiel zu fördern oder Gründungen wie uns zu fördern, muss sicherlich einiges strukturell passieren, die Grundlagen besser dafür legen. Weil ich glaube nicht, dass der Weg für uns zur Gründung und auch zur Finanzierung sehr einfach war. Es ist natürlich ein steiniger Weg gewesen und hatte viele... Ja, viele Herausforderungen, nicht Pionierarbeit, aber es war nicht trivial und ich glaube schon, es gibt einige Mittel, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Das fängt an bei den Verhandlungen mit Technologietransfereinheiten der akademischen Einrichtungen, ja, wo man darum werben muss, dass man als Miterfinder eine Möglichkeit hat, diese Lizenz zu bekommen. Oder ob diese Lizenz nicht vielleicht besser mit Pharma verpartnert wird, weil dort vielleicht das größere Geld zu holen ist. Das sind Diskussionen, die wir führen. Das andere, was ich sehr viel gemerkt habe, gerade auch wenn es darum geht, dass wir internationales Management zu uns holen wollen und den Standort einfach attraktiv machen wollen, ist auch viel Infrastruktur und Anbindung. Wir sitzen gerade besonders am Standort Buch. Berlin Buch ist nicht einfach zu erreichen. Weder von der Autobahn, vom Flughafen mit dem ÖPNV. Und alles das trägt ja auch dazu bei, dass Leute dort eben gerne hinkommen, wenn sie mit dem Flieger landen, sich einfach dorthin finden und ein Gefühl haben von ein bisschen Großstadtatmosphäre oder ob das eher als remote und sehr weit weg wahrgenommen wird. Das ist jetzt eine spezielle MDC-Perspektive natürlich mit Berlin Buch, aber dass insgesamt der Standort Mitte stärker werden muss, noch stärker konzentriert werden muss, damit die Leute dort hinkommen. Frau Eggert, ich sammle mal so ein bisschen, ja. Was fehlt aus Ihrer Sicht? Was sind Dinge, wo Sie sagen, ist ja schon mal ein ganz guter Anfang, aber ich betone Anfang. Anfang zu betonen ist sicherlich richtig. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren die Infrastrukturen und die Supportstrukturen aufgebaut, die man braucht. Wir haben auch visionäre Ideen und Ergebnisse in der Grundlagenforschung. Wenn man das mal so salopp zusammenfassen will, würde ich sagen, wir haben die Einzelteile des Ferraris da. Ferrari muss schon sein. Ferrari muss immer sein. Der Ferrari ist gebaut, glaube ich, in der ersten Version, in der Beta-Tester-Version. Und jetzt müssen wir aber beweisen, dass wir den Ferrari mit all seinen PS auch auf die Straße bringen können. Und was der regierende Bürgermeister gesagt hat, es sind viele Investitionen schon geflossen. Aber so ein Ferrari braucht auch Sprit. Das heißt, leider muss jetzt auch weiter investiert werden, sonst wird es nicht funktionieren. Aber da sind, glaube ich, alle Beteiligten sehr aktiv dabei und wir freuen uns über diese Unterstützung. Da haben Sie ihn ja auch schon mal gut in die Mitte genommen, Sie beiden an der Stelle jetzt. Herr Krümmer, ich würde gern das Thema Finanzen noch ein bisschen vertiefen. Das, was Frau Kieper gerade gesagt hat, ist ja ein Problem, was wir in Deutschland, nicht nur in Berlin, grundsätzlich haben. Dass im Grunde die staatliche Finanzierung durchaus unterschiedlich gut ist, mal besser, mal schlechter. Dass aber mit der privaten Finanzierung, Venture Capital, Investoren und so weiter, extrem schwierig ist, gerade auch, werden wir sicher gleich auch hören, im Verhältnis zu Boston und anderen Städten. Wie lösen wir denn das Problem? Letzten Endes kann der Staat ja auch nicht alles leisten, wenn wir von einer Biotech-Szene sprechen. Das stimmt sicher. Eine Geschichte möchte ich gerne noch loswerden. Wir sollten uns auch sehr genau ansehen,
wofür und wo hinein wir investieren. Berlin sollte Boston werden, aber nur in einzelnen Teilen. Wir wollen gerne die Biotech-Attraktivität hier deutlich erhöhen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand die amerikanischen Krankenversorgungsmodelle nach Berlin transferieren möchte. Also wir wollen Teile des Kuchens gerne haben. Kann man sich das rauspicken, dass man das eine nimmt, das andere lässt? Das glaube ich geht, ja. Ja, in diesem Fall geht das. Davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Und die Frage nach den öffentlichen Finanzen, die sind bei uns tragend, sicherlich tragend für das Forschungssystem. Und ich glaube, wir erleben im Moment die ersten Beispiele, gerade auch durch Nikolaus Rajewski, dass besonders herausragende Forschung, die letztendlich öffentlich gefördert worden ist, so attraktiv ist, dass sie auch international private Geldgeber anzieht. Und ich glaube, dass das der Weg sein muss, sich wissenschaftlich so attraktiv aufzustellen, dann werden auch internationale Geldgeber dieser Idee folgen, in Berlin zu investieren. Herr Müller, jetzt hat Herr Krömer gerade ganz elegant den Ball wieder in Ihr Feld gespielt, weil er gesagt hat, letzten Endes hängen auch die privaten Investitionen zunächst von den öffentlichen ab. Wenn die öffentliche Hand gute Voraussetzungen schafft, dann kommen die privaten Investoren hinterher. Jetzt ist es so, wir haben jetzt ja gerade eine schlimme Krise, die die Gesundheit umfasst, aber sicherlich in der zweiten Linie dann auch die Staatsfinanzen betreffen wird. Ich spreche jetzt die Perspektiven durch Corona, nach Corona an. Bisher ist in Berlin viel investiert worden in Wissenschaft, in Gesundheit. Auch der Bund hat viel Geld in die Hand genommen. Kann das überhaupt so weitergehen jetzt, Herr Müller? Das kann ich nicht garantieren, aber ich glaube, jenseits der absoluten Höhe, natürlich ist es auch wichtig, wie viel Geld wird investiert, ist sowohl für die Wissenschaft, für die Institute wie für die Wirtschaft sehr wichtig, dass man eine Planungssicherheit hat, eine Berechenbarkeit, was passiert in den nächsten Jahren. Und da kann die Politik doch eine Menge leisten. Ich glaube, alleine dieser Ausschnitt der Hochschulverträge hat Sicherheit gegeben, Planungssicherheit. Was passiert über einen Zeitraum von 5 Jahren? Das ist für die Politik eine ewig lange Zeit. So, was passiert in der Zeit? Und insofern kann man auch Investitionen verstetigen. Insofern kann man für die einzelnen Institute, für die einzelnen Häuser, kann man über Investitionspläne eine Sicherheit geben und damit wieder der Wirtschaft, die sieht, aha, die Politik bleibt über Jahre engagiert. Es lohnt sich für mich, da auch reinzugehen. Ich weiß, wo ich landen kann mit meiner Investition. Und das ist etwas, was wir in Berlin auf jeden Fall uns weiter vorgenommen haben. Der Rahmen kann schmaler werden durch Corona, das stimmt. Auf der anderen Seite, Herr Turner hat ja formuliert, wie war das, man darf keine Krise liegen lassen oder so ähnlich war der Satz. Verschwende keine Krise, genau. So ist es. Und insofern hat diese Ausnahmesituation ja doch es mit sich gebracht, dass alle auf einmal erkennen, wie wichtig die Wissenschaft, Gesundheit, Gesundheitswirtschaft und Wissenschaft für uns sind. Und das bietet wieder Spielräume. Das schafft uns auf einmal auch Spielräume und wir kriegen auch eine gesellschaftliche und politische Akzeptanz für Investoren. Ich bin ja in der ständigen Auseinandersetzung, gebe ich Geld da aus oder da aus. Ich kann auf einmal gut begründen, warum das Geld in der Wissenschaft gut angelegt ist. Und ich glaube, daraus können wir in den nächsten Jahren noch mehr machen. Ganz herzlichen Dank. Ich sehe immer, was Fragen angeht und Kommentare aus dem Publikum, könnte es noch etwas mehr werden. Also insofern beteiligen Sie sich sehr gerne mit Ihren Fragen, mit Ihren Kommentaren. Und in der Zeit würde ich gerne noch eine Runde Fragen an Sie stellen, bevor ich zu Phil Sharp komme. Herr Krömer, darf man das sagen, Corona bietet auch eine Chance für Berlin als Gesundheitsstadt? Ist das der richtige Ton, das zu sagen? Eine Chance und die nutzen wir jetzt? Oder ist das irgendwie unethisch? Unethisch. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, selbstverständlich ist mit jeder Krise immer sind Aktionsmöglichkeiten damit Chancen verbunden. Wenn Sie gesehen haben, wie sich das Berliner Wissenschaftssystem und das damit verbundene Gesundheitsversorgungssystem in Corona bisher aufgestellt hat, ist es, glaube ich, schon ein Beispiel dafür, dass man in einer Krisensituation zeigen kann, wofür bestimmte Systeme und wofür bestimmte Institutionen einfach auch da sind. Ja, und das ist so, als wenn eine Feuerwehr bedauert, dass es brennt am Ende des Tages. Ja, das ist auch wahrscheinlich eine Geschichte, die man hinsichtlich der Ethik diskutieren kann. Also klare Antwort nach meinem Dafürhalten, ja, Corona ist eine Krise. Wir müssen vor allen Dingen im Auge behalten, dass die noch lange nicht vorbei ist. Dass wir vor allen Dingen nicht wissen, wie das jetzt unmittelbar weitergeht, auch wie das hier gerade in Berlin weitergeht. Aber dass man das nutzt von Seiten eines Standorts, um alles das anzuwenden, was als Potenzial da ist, das halte ich eigentlich für selbstverständlich.
Frau Kieberg, was bedeutet Corona für Sie? Was bedeutet es für T-Knife? Wenn man es ein bisschen globaler sieht, dann ist das für uns positiv, weil es die ganze Gesundheitswirtschaft und vor allem auch Biotech-Unternehmen und deren Beitrag dabei wieder in Fokus bringt. Also ich glaube, was dieses Jahr mit der CureVac passiert ist, hätte sich von einem Jahr keiner vorstellen können. Und das ist natürlich irgendwie auch ein tolles Beispiel, wie mit einer großen Unterstützung durch die Bundesregierung auf einmal Entwicklungen möglich werden. Ja? Mhm. Insofern sehe ich das durchaus auch positiv, dass Unternehmen wie wir und das natürlich aber auch die Forschung an wichtigen biomedizinischen Themen ganz entscheidend ist. Ja. Mhm. Frau Eggert, Corona als Chance oder andersrum auch gefragt, sehen Sie irgendwelche Schlussfolgerungen, die man schon ziehen kann, auch für Berlin als Gesundheitsstandort? Für mich beeindruckend war, wie das Miteinander plötzlich gut funktioniert und dass man zum Beispiel auch Patienten über die Krankenhäuser in Berlin zentral verteilen kann, entsprechend der Expertise, die in dem jeweiligen Krankenhaus da ist, eben diese auch dem Patienten zukommen zu lassen. Das war in den Jahren vorher, egal in welchem Thema, glaube ich, eher schwierig zu besprechen und man hat doch immer eher Wert auf Konkurrenz gelegt und da bricht gerade etwas auf. Das hat sicherlich auch Corona dazu getan. Das Negative von Corona, was wir aus anderen Fachgebieten sehen, ist natürlich, dass sich alle Welt auf Corona fokussiert und man dabei vergisst, dass immer noch mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs versterben als an Corona. Diese Diskussion ist irgendwie weg und gerade die Patienten, die auch sehr dringliche Diagnostik brauchen und Eingriffe in ihrem Bereich, trauen sich dann nicht mehr in die Kliniken, weil Corona das Thema dominiert. Das sind so die Kollateralschäden, die natürlich dann nicht hilfreich sind, weder wissenschaftlich noch klinisch. Gilt das auch für die Forschungsförderung, dass sie dadurch vielleicht sehr einseitig ausgerichtet ist mit einem Mal? Da gibt es sicherlich Tendenzen, aber wir würden das nicht so sehen. Wir freuen uns ja in Berlin gerade darüber, dass wir ein nationales Tumorzentrum eingeworben haben, was mit Corona erstmal nichts zu tun hat. Das heißt, auch diese Gelder werden ja weiterhin ausgegeben. Ich glaube, wir müssen uns einfach anstrengen, so gut zu sein, dass wir uns in solchen wettbewerblichen Verfahren auch durchsetzen können. Ich würde nur behaupten, dass gerade dieses Thema nationales Tumorzentrum in normalen Zeiten deutlich mehr Aufmerksamkeit gefunden hätte, als es vielleicht im Augenblick getan hat, oder? Herr Müller, das ist irgendwie so, normalerweise hätte man das wahrscheinlich auch schön verkaufen können als Bürgermeister und im Augenblick interessiert es keinen. Ich habe mir trotzdem Mühe gegeben, es öffentlich zu machen, aber Sie haben recht, das stimmt. Im Moment dominiert die Pandemie und dominiert die aktuelle Situation in Berlin auch oder in unserem Land die Berichterstattung. Aber das ist ja nicht weg, das Thema. Das kommt wieder und wenn die Arbeit beginnt, wenn sichtbar wird, was für Ergebnisse damit mit dieser Investition auch wieder erarbeitet werden, dann wird das auch wieder sichtbar und kann sich weiterentwickeln. Insofern, das ist ja das Schöne auch an der Wissenschaft. Das sind alles eben auch Themen, es sind Investitionen, es sind Strukturen, die langfristig wirken. Ja, ganz herzlichen Dank. Da würde ich sagen, dann sehen wir mal, was Phil Sharp in Boston zu all dem zu sagen hat. Ich stehe dann jetzt mal auf. Phil Sharp kennt Berlin gut, hat auch die wissenschaftlichen Ambitionen hier am BIMSBI verfolgt. Er war sogar bei der Eröffnung mit dabei und ist ein genauer Beobachter einerseits der Entwicklung des BIMSTB und der Geschichte und Gegenwart Berlins als Biotech- und Medizinstandort. Phil, you have listened to the panel discussion so far. Phil, jetzt haben Sie uns zugehört, haben unsere Ambitionen hören dürfen. Wie realistisch sind denn unsere Anwandlungen, dass wir so etwas werden möchten wie Boston? Ist das denn überhaupt möglich oder völlig außer Frage? Oder denken Sie, naja, das ist vielleicht doch mehr als ein Traum? Also ich denke, das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Dieses Panel, finde ich, ist das, was es so spannend macht. Wenn man sich eine neue Sache vornimmt, etwas, das man über Jahrzehnte hin fördern möchte, entwickeln möchte, dann ist es schon außergewöhnlich, dass die politische Elite, dass die Krankenhäuser, Wissenschaftler, Neugründungen sich alle darüber unterhalten, was letztendlich in den nächsten 10, 20 Jahren aufgebaut werden kann. Sie bauen doch eine Kultur auf. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass Berlin der ideale Ort ist, um das zum Erfolg zu führen. Das ist ja höflich von Ihnen, sehr schön, das zu hören, aber ich möchte doch noch einmal nachhaken.
die Essenz von Boston. Was hat Boston denn so erfolgreich gemacht? Und dann kommen wir vielleicht nochmal auf Berlin zurück. Was macht Berlin denn so erfolgreich oder vielleicht auch in Zukunft so erfolgreich? Also zunächst nochmal, was macht Boston denn wirklich so aus? Also die Essenz des Erfolges in Boston liegt darin, dass das Ganze schon in den Mid-70ern losging, als Biogen sich zunächst etablierte. Da war ich auch mit dabei und das Ganze hat sich seitdem entwickelt. Es hat sich gegründet, weil man einen Breakthrough hatte, einen Durchbruch erzielt hatte. Dann kamen Hunderte von Wissenschaftlern, neue Unternehmen. Neben MIT baute sich die gesamte Infrastruktur auf. Wir haben große Krankenhäuser, nun alle am gleichen Standort, Kinderkrankenhäuser. Alle wunderbare Kliniken. Jetzt schaue ich mir Berlin an. Da ist die Charité, eines der größten Kliniken in der Welt. Die Humboldt-Universität, die direkt neben der Charité liegt. Es gibt neue Forschungsinstitute, die zwischen den beiden angesiedelt sind. Sie fangen an, über Innovation zu sprechen, über Integration zu sprechen, über die Integration zwischen Forschung und Patient. Das ist letztendlich das Geheimnis der ganzen Geschichte, wie die Wissenschaft zum Patienten kommt. Da gibt es sehr viel Innovation in der Wissenschaft, die sich natürlich enorm auf die Patienten auswirken wird. Also ist das letztendlich das, was Boston ausgemacht hat? Ist es denn möglich, von Boston zu lernen? In der Hinsicht, Berlin ist ja doch in einer anderen Situation. Einige Ähnlichkeiten haben Sie eben angesprochen, aber was ist denn vielleicht auch anders? Wo liegt der Unterschied zwischen Berlin und Boston? Und an welchen Punkten kann Berlin denn vielleicht auch nicht von Boston lernen? Also jedes Land, glaube ich, hat eine eigene Investitionskultur. Wie also Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die Wissenschaft an den Patienten zu bringen, dass die Wissenschaft dann eben auch weltweit Nutzen bringt. In Boston ist das Venture Capital ganz eindeutig und die Wall Street und Unternehmer, die diesen Prozess mehrfach in mehreren Schleifen begleitet haben. Und diese wachsende Gemeinschaft von Unternehmern, die sich immer auch untereinander unterhalten, die dann auch das Vertrauen haben in auch die Forscher, die im Labor arbeiten, die Innovationen entwickeln. Diese Kultur, glaube ich, diese Kultur der Zusammenarbeit, die ist ganz wichtig, dass man gemeinsam innovativ ist. Dass man weiß, was die Patienten brauchen und dann überlegt, wie das möglich sein kann. Das wird die Herausforderung für Berlin sein. Ah, das heißt, Sie sehen diese Kultur noch nicht hier in Berlin? Ich glaube, dass Sie diese Kultur jetzt anfangen zu entwickeln. Das war jetzt wieder sehr höflich von Ihnen, sehr freundlich. Also wir fangen damit an. Haben Sie denn Fragen an unser Panel? Gibt es Beobachtungen, die Sie jetzt schon mit uns teilen möchten oder konkret möchten, dass wir diskutieren? Also wie man gemeinsam Gemeinschaften baut. Wir haben ein Forschungsinstitut und wir müssen sicherstellen, dass diese Forschungsinstitute eng mit der universitären Landschaft verknüpft werden. Das sind ja die Prozesse, die wichtig sind, Ausbildung, Fortbildung. Und auch Unternehmertum, die Innovation ist ganz, ganz wesentlich. Das gibt es schon, aber das muss noch mehr werden in Berlin. Aber ich muss noch mal daran erinnern, es hat 40 Jahre gedauert, Kendall Square und Boston Innovation aufzubauen. Was neu in der Wissenschaft ist, ist die Integration von Big Data, humaner Genetik, molekularer Genetik und auch IT und Computerwissenschaften. Maschinelles Lernen, all diese Dinge, die vorhersagen können, wie Patienten auf Behandlungen antworten werden, wie sich Krankheiten entwickeln werden, dass man Krankheitsverläufe, Prozesse besser versteht. Das ist der Prozess, wo die gesamte biomedizinische Community sehr, sehr schnell Innovationen vorantreibt. Und Berlin hat ja eine IT-Industrie. Da gibt es ja viele große und kleine Unternehmen, Startups, die sich gut integrieren, die gut mit medizinischen Informationen zusammenarbeiten. Und das, glaube ich, wird ein großer, großer Vorteil für den Standort Berlin sein. Und genauso wie die Innovation im Biotech-Sektor.
Was halten Sie denn von der Idee des Zellenkrankenhauses? Die Idee WHO 2.0? Das ist genau die Idee, von der ich spreche. Das ist genau das, was ganz vorne steht, nämlich das Verständnis von Krankheit auf die Ebene der Zelle herunterzubrechen und zu verstehen, welche Behandlung denn mit dieser Krankheit, bei dieser Krankheit Heilung bringen kann oder die Krankheit überhaupt vermeiden kann. Das ist eine neuartige Art, mit Krankheit und mit der Prävention von Krankheit umzugehen. Und wenn die Krankheit dann doch ausbricht, wie man sie effektiver behandeln kann oder neuere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Also da stehen wir, glaube ich, an einem sehr, sehr kritischen Punkt, wo diese Innovation möglich wird und wo, glaube ich, sehr, sehr viel in Zukunft auch an Innovation entstehen wird. Sie sagten, dass Boston 40 Jahre gebraucht hat, um an den aktuellen Punkt zu kommen. Was brauchen wir denn jetzt in Berlin? Wo stehen wir denn? Also ich glaube, ihr seid jetzt in den ersten 10 Jahren, die wir in Berlin durchlaufen haben, die in Boston durchlaufen haben. Okay, vielen, vielen Dank fürs Schauen. Wir kommen nochmal später zu Ihnen zurück. Na, Herr Müller, wir sind noch im ersten Jahrzehnt auf einem Weg von 40, 45 Jahren hin, dass Berlin Boston oder so gut wird wie Boston. Realistische Beschreibung? Ja, ich habe es ja eingangs auch gesagt. Ich finde, es ist schon spannend zu sehen, was wir in den letzten Jahren geschafft haben. Aber wir haben noch eine große Strecke vor uns. Aber es ist auch richtig, finde ich, sich an den Besten zu orientieren. Das muss auch der Anspruch von Berlin sein. Und dann, so wie Herr Krömer sagt, muss man auch sehen, ob wir wirklich über das ganze Spektrum dem nacheifern wollen oder gezielt also auf Schwerpunkte nochmal setzen. Vielleicht braucht man da nicht 40 Jahre, sondern 25. Aber wir werden noch etwas vor uns haben, ist keine Frage. Mhm. Auch Phil Sharp hat wieder das Thema Investoren angesprochen, Venture Capital und so weiter. Das ist die große Schwäche des deutschen Wissenschaftsstandorts, wenn wir über Transfer, wenn wir über Ausgründungen sprechen. Ist auch die große Schwäche auch Berlins, wenn es um das Thema Biotech und so weiter geht. Wie kommen wir da raus? Also können wir irgendwie Investoren, können wir denen irgendwie Mut einflößen? Können wir da irgendwie, weiß ich, die irgendwie beatmen, dass sie dann irgendwie danach sich trauen, stärker auch in Risiko zu investieren? Oder ist das einfach die Mentalität hierzulande? Ich glaube, das ist einer der Punkte, wo wir einfach auch noch eine Entwicklung vor uns haben. Es ist eine andere Unternehmenskultur, es ist eine andere Stifterkultur, es sind andere Summen, ein anderes Kapital ist im Umlauf, eine andere Mentalität. Das muss man schlichtweg so sagen. Und ich glaube, eben auch in den letzten Jahren wird von verschiedenen Seiten erkannt, wie die Zusammenarbeit funktionieren muss. Unternehmen suchen den wirtschaftlichen Erfolg. Und sie werden für ihren wirtschaftlichen Erfolg, werden sie die Gründer brauchen und sie werden die Wissenschaft brauchen. Und die Wissenschaft und die Gründer brauchen die großen Unternehmen, nicht nur das Kapital, sondern sie brauchen auch diesen großen Transmissionsriemen. Und das zu erkennen, das ist auch etwas, was offensichtlich im Werden ist. Wir sind, finde ich, im europäischen Vergleich nicht schlecht in Berlin, erst recht nicht im nationalen Vergleich. Aber das ist einer der Punkte, der sich entwickeln muss. Können Sie da als Politik noch irgendwelche Kofinanzierung auflegen und sagen, liebe Investoren, wenn ihr euch traut, dann legen wir einen Risiko-Euro drauf oder so? Das gibt es ja, das wissen Sie, dass das bei uns ganz konkret über unsere Investitionsbank gibt es Beteiligungsfonds zum Beispiel für die Gründerinnen und Gründer in den Startphasen oder in unterschiedlichsten Phasen ihrer Unternehmensentwicklung. Aber es ist immer etwas zusätzlich. Es ist etwas, was nochmal etwas ermöglicht oder beschleunigt. Alleine reicht das für die Entwicklung, über die wir schon gesprochen haben, nicht. Mhm. Frau Eggert, Sie haben eben so genickt, als es darum ging, dass die Kultur eine andere ist. Die Kultur ist sicherlich eine andere. Ich würde die deutsche Kultur in der Unternehmensinvestition eher als solide als risikofreudig betrachten. Aber ich denke, auch hier sind wir ja im Bereich der Globalisierung. Das heißt, brauchen wir deutsche Unternehmen oder können wir uns nicht auch so interessant am internationalen Markt machen, dass wir internationale Venture Capital Geber für unsere Produkte interessieren? Und ich glaube, gerade hier im BIMSBI mit Bestrebungen von Ausgründungen ist das sehr gut unterwegs. Das heißt, wir müssen einfach durch wissenschaftliche Exzellenz so sehr auf uns aufmerksam machen, dass auch internationale Kapitalgeber hier bereit sind zu investieren. Frau Giebeck, wo kommen denn Ihre Investoren so her? Unsere ersten Investoren, die Seed-Investoren, die Ausgründung ermöglicht haben, sind europäische Investoren gewesen. Das eine ist Boehringer Ingelheim Pharma Corporation und das zweite ist ein französischer Investor, Andera Partners.
Das sind Investoren, die sehr gut Frühphasenfinanzierung machen, die wirklich diesen Schritt Ausgründungsteams zu unterstützen sehr gut kennen und auch genau wissen, was da die jeweiligen Needs sind. Die große Finanzierungsrunde, die wir jetzt diesen Sommer gestemmt haben, das sind zusätzlich zu den Gründungsinvestoren noch amerikanische Investoren hinzugekommen. Und wie sind Sie an die gekommen? Also wie haben die im Grunde von der Idee gehört? Wie haben die vom Unternehmen gehört? Also was kann man davon lernen? Wie ist der Kontakt entstanden? Wir haben die gezielt gesucht. Wir haben eine gezielte Suche gestartet. Sicherlich auch viel durch das Netzwerk der Seed-Investoren beigetragen worden. Aber wir haben hier ganz konkret angesprochen, eben auch mit der Vision, wir möchten ein global agierendes Unternehmen werden. Wir möchten nicht nur mit Lokal-Investoren arbeiten. Und man muss auch ganz klar sagen, die Therapie, Zelltherapie, die wir entwickeln, ist eine extrem teure Therapie, ist eine extrem teure Entwicklung. Momentan ist der Kapitalmarkt, Venture-Kapitalmarkt in Europa, nicht ausreichend, um ein Unternehmen wie uns zu finanzieren. Mhm. Herr Krömer, inwiefern ist es auch Ihre Aufgabe als Chef der Charité, da neue Finanzierungsmöglichkeiten aufzutun? In Deutschland gucken wir traditionell auch als öffentliche Forschungseinrichtung oft sehr stark Richtung Staat. Ja, das ist immer so das Erste, was wir tun. Jetzt sagen wir aber, wir wollen Richtung Translation, Transfer gehen. Inwiefern muss auch eine Institution wie die Charité oder inwiefern hat sie sich auch schon geändert, wenn es darum geht, private Quellen anzubohren und so weiter? Ich glaube, die Finanzen sind die eine Seite, können wir gleich diskutieren. Was von der Institution her extrem wichtig ist, ist überhaupt Beispiele zu haben wie Frau Kiebeck, dass man diesen Weg gehen kann. Ich glaube, das war in Deutschland ganz lange ein extremes Hindernis. Der Mindset der Leute gegenüber Ausgründung, der war, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen so in die Richtung, dass die Leute, die keine Uni-Karriere gemacht haben, die haben was ausgegründet. Und eigentlich ist es genau umgekehrt, dass es in den USA gelingt, die allerbesten Leute dazu zu kriegen, relativ früh aus einer Standard-Uni-Karriere auszusteigen und in Richtung Ausgründung zu gehen. Also da kann, glaube ich, die Institution sehr viel beitragen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn, und da sind in Berlin jetzt wirklich alle Voraussetzungen da, exzellente Grundlagenforschung gemacht wird und das verbunden wird mit einem modernen Mindset von jungen Leuten, die wirklich das wollen, die diesen Weg gehen wollen, dass man dann auch in der Lage ist, internationales Kapital anzuziehen. Der Umgang mit Geld, ob der sich in Deutschland in den nächsten 100 Jahren ändert, würde ich ein bisschen bezweifeln. Also ob wir diese amerikanischen Verhältnisse der Geldgabe, der Risikoakzeptanz bei Investitionen, ob wir die jemals hier erreichen, das weiß ich nicht. Aber was ich sicher, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass man hier ein wissenschaftliches Niveau erreicht, was international diese Geldströme anzieht. Aber ich verstehe Sie richtig. Im Grunde liegt dann die Rettung im Ausland. Sie erwarten nicht, dass die Investoren auf deutscher Seite sich ändern, sondern im Grunde müssen wir an der Stelle gut genug werden, dass wir was vom Kuchen der internationalen Investoren abkriegen, weil die Deutschen zu feige sind. Ich sehe die Sequenz andersrum. Geld ist heute praktisch frei um den Erdball verfügbar. Mhm. Was sie regional und lokal entwickeln müssen, ist diese ganz extreme Intelligenz, die sich dann übersetzt in Forschungsergebnisse, die sich wiederum therapeutisch verwenden lassen. Mhm. Das ist regional durch Rahmenbedingungen, wie sie in Boston exzellent geschaffen worden sind, wie sie in Berlin entstehen, einfach regional gegeben. Und das, der wirklich frei flutierende Faktor von beiden ist ja eigentlich das Geld. Mhm. Und insofern sehe ich es eigentlich genau umgekehrt. Man muss diesen ersten Schritt hier schaffen, den konsequent weitergehen. Und ich meine, wir waren zusammen in Australien, haben gesehen, dass Länder in manchen Schlüsselbereichen 25 Jahre planen. Ja, wirklich über mehrere Legislaturperioden, über mehrere Regierungswechsel planen, mhm, in welche Richtung man mit diesen Formen von Schlüsselindustrien geht. Und ich glaube, da können wir uns ein Stück was abgucken. Mhm. Frau Eggert. Ja, ich habe vorhin mit dem Kopf geschüttelt bei der Frage, brauchen wir nur diese Auslandsinvestitionen? Ich glaube, wir können ja selber auch dazu beitragen, den Mindset zu ändern. Nicht notwendigerweise sofort in der Unternehmenskultur, aber wir bilden die jungen Leute aus und wir haben ja auch selber dafür gesorgt, dass für eine lange Zeit Industrie als Failure im universitären Karriereweg gesehen wurde. Wenn ich an der Uni nichts werde, dann nehme ich einen Industriejob an. Und diese Schnittflächen auch mit der Industrie, das braucht eine neue Kultur und auch
auch eine neue Kultur des Miteinanders, der Kooperation, des Austausches von Wissenschaftlern hin und zurück, nicht eben nur abgeben, sondern hin und zurück. Und das ist ja auch ein Teil des Konzepts in der Zellklinik und von Virchow 2.0, dass man ganz früh ansetzt, eben diese Kulturen, diesen Mindset auch bei den jungen Leuten erstmal zu generieren. Und ich glaube, wenn man da neue Wege geht im Training, dass wir dann auch das wird Zeit brauchen, aber dass wir dann auch hier Änderungen erreichen können. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt die ersten Fragen im Chat oder bei der Q&A-Funktion und besonders schön finde ich, nach Bostons erfolgreicher Vergangenheit zu schauen, ist ja schön. Herzlichen Gruß an Herrn Schaab. Die Frage, die sich stellt, ist, wie Berlin mit der Konkurrenz aus China bestehen kann. Also gucken wir vielleicht in die falsche Richtung und nichts gegen Boston. Aber vielleicht ist das die falsche Referenz, weil auch Boston von gestern ist. Herr Müller, müssen Sie öfter nach China fahren und nicht nach Boston? Naja, sagen wir mal so, ich habe mir zumindest auch dieses Umfeld oder ein vergleichbares Umfeld in Singapur angeguckt. Nicht in China, aber in Singapur habe ich es mir angeguckt und mir ist schon das aufgefallen, was Herr Krömer eben mit angesprochen hat. Also einerseits ist da auch viel Geld im Umlauf und wird viel investiert, muss man auch sagen. Dann eine wirklich lange Planungsphase und eine Konzentration auf bestimmte Themen, die man für erfolgversprechend hält. Und ich glaube, dass das bei uns auch nochmal ein Thema ist oder wo wir auch von anderen lernen können, nicht probieren, überall Weltmeister zu sein, sondern genau zu sehen, wo sind die eigentlichen und die eigenen Stärken und darauf über einen langen Zeitraum setzen. Und auch da, finde ich, hat Berlin jetzt zumindest vielleicht schon mehr als gute Ansätze, sondern die ersten guten Schritte gemacht. Nach der Wende war es so. Wir wollten überall Weltmeister sein und dachten, es wäre ganz selbstverständlich für die deutsche Hauptstadt. Ist es überhaupt nicht. Sondern, dass wir auf Medizin und Gesundheit gesetzt haben, war der erste schon mal wichtige Schritt. Und das jetzt verstetigen und nochmal Schwerpunkte suchen. Vielleicht die Idee von Herrn Rajewski, die ist es vielleicht, jetzt den nächsten Schritt zu gehen mit der Zellklinik. Haben Sie gerade gesagt, dass Berlin in vielen Bereichen akzeptiert hat, mittelmäßig zu sein? Nein, aber man muss sehen, wo haben wir Stärken? Und wir haben uns dann konzentriert, wir haben uns jetzt mal jenseits der großen Themen, wie man immer sagt, die Stadt der Kultur oder so, aber wir haben ganz genau geguckt, ist es Mobilität, ist es IT, ist es eben Gesundheit, ist es Medizin? Und mussten dann auch erkennen, in anderen Bereichen haben wir nicht so viel Potenzial. Zum Beispiel, warum ist es Gesundheit und Medizin? Wir haben, untypisch für Berlin und für einen Stadtstaat, wir haben in diesem Bereich große Industrieunternehmen. Wir haben die Großen hier mit am Platz, mit Pfizer, mit Bayer, mit Berlin Chemie, mit Sanofi, die sind hier. Das haben wir nicht in jedem Bereich. Also muss ich doch so ein Potenzial nutzen. Und das tatsächlich, ich kann es für China nicht wirklich gut beurteilen, aber das ist das, was ich in Australien, was ich in Singapur schon beobachte, dass die schon sehr gezielt gucken, wo da die Potenziale sind. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Die zweite Frage, die ich gerne aufgreifen würde, die geht eigentlich fast darüber hinaus. Sie sagt nämlich, naja, vielleicht müssen wir nicht vergleichen mit Boston oder anderen Standorten, sondern viel stärker uns darüber unterhalten, was uns zukünftig unterscheidet von den anderen großen Namen. Also nicht nach Boston gucken, vielleicht mit Respekt Richtung China, aber viel wichtiger dabei ist zu sagen, was sind wir denn in Berlin und was ist der Weg, was ist die Strategie, die wir hier neu und erfolgreich gestalten können. Und da würde ich gerne tatsächlich nochmal dran anknüpfen, Herr Krömer. Gibt es denn schon so eine Strategie? Ich meine, es sind tolle Schlagwörter wie Virchow 2.0 oder Zellklinik oder was es alles gibt. Es gibt neue Institutionen, Berliner Institut für Gesundheitsforschung, Translation, alles tolle Begriffe. Was ist denn jetzt der Berliner Weg? Was ist die Strategie? Ich glaube nicht, dass man darauf mit einem Satz ohne weiteres antworten kann. Es ist die Komposition verschiedener Institutionen, von denen wir gemeinsam glauben, dass sie sehr aussichtsreich sind. Ich möchte gerne auf einen anderen Punkt nochmal hinweisen, was mir an Nikolaus Rajewskis Virchow 2.0 so gut gefällt. Virchow hat ja in der naturwissenschaftlichen Medizin absolute Durchbrüche gelassen. Aber das war auch der erste Typ, der die sozialen Implikationen des Ganzen wirklich in den Fokus genommen hat. Die richtigen Durchbrüche von Virchow zu seiner Zeit, die unmittelbar wirksam geworden sind, die sind zum Teil in Bereichen gewesen, die direkt sozial adaptiert waren. Und wenn uns das gelingen würde an diesem Standort, und das wäre, glaube ich, vielleicht auch nochmal eine Differenzierung gegenüber den USA und insbesondere auch gegenüber China, zu sagen, wir machen hier bestimmte Dinge und wir sind uns aber auch darüber bewusst, dass das, was wir machen, bestimmte gesellschaftliche Implikationen hat, die wir nicht als gegeben annehmen, sondern für die wir bestimmte Rahmenbedingungen stellen und stecken wollen, dann glaube ich schon, dass man in der Gesamtheit
wenn man das Ganze betrachtet, tatsächlich einen Unterschied machen kann. Das wäre im Grunde auch ein bisschen die europäische Antwort, dass man versucht, technologische Innovationen zu verbinden mit sozialen Innovationen. Das würde ich so sehen. Und ich meine, wenn Sie die unmittelbar vor uns liegende Zukunft sehen, werden wir an eine ganze Menge nicht medizinischer oder nicht naturwissenschaftlicher Probleme in unserer Gesellschaft bekommen, die sich jetzt abzeichnen. Mhm. Und ich glaube, dass diese Kombination oder das im Auge behalten des gesamten Bildes könnte schon einen Unterschied hier machen. Herzlichen Dank. Ich würde so ein bisschen bei der Frage sammeln. Was macht die Berliner Strategie aus? Was ist das Profil Berlins? Frau Kiebach und dann Frau Eggert. Ich glaube, Berlin ist attraktiv für junge, innovative Menschen, für kreative Menschen. Ich glaube, in der Tech-Startup-Szene, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren, haben wir das toll gesehen, was sich entwickeln kann, wenn in der Stadt junge, kreative Köpfe zusammenkommen, die ein entrepreneurial Mindset haben. Mhm. Und ich fände es spannend, wenn man das schaffen würde, in die Biotech-Szene zu übertragen und ein ähnliches Mindset kreieren kann. Ich glaube nicht, wir müssen hinnehmen, dass wir deutsch sind und risikoavers sind, sondern ich glaube, das ist ein Mindset, was man ändern kann und das man angehen sollte. Also Sie glauben im Gegensatz, also Sie glauben schon, dass die deutschen Investoren auch begeistert werden können am Ende, dass man nicht nur auf die Rettung aus anderen Ländern warten muss an der Stelle. Ja, ich glaube, das ist aber der falsche Fokus. Der Fokus ist, wir müssen gut entwickeln, gute Technologien entwickeln und wissenschaftlich exzellent werden und gründungswillig werden. Und dann folgt das Geld. Das ist der Weg, wie der Fluss ist und nicht, wir brauchen deutsches Geld. Ich glaube, das ist nicht der Weg, wie man denken sollte. Herzlichen Dank. Frau Eggert, Strategie, Profil Berlins, das Besondere, was weder Boston noch China hat. Ich glaube schon, dass wir unseren eigenen Weg brauchen und dass wir auch schon angefangen haben, diesen eigenen Weg zu suchen. Und das, was mir daran besonders gut gefällt, ist der Team Spirit. Wenn man von interdisziplinärer Wissenschaft spricht, dann sieht das oft so aus, der Kliniker bringt das Biomaterial seines Patienten und die klinischen Daten zum Naturwissenschaftler. Der wendet seine hochinnovativen Technologien an. Vielleicht kann man dann nochmal in die Daten gucken und irgendwie wird dann zusammen was publiziert. Hier ist es anders und wir haben vor einigen Jahren schon angefangen, einen anderen Weg zu gehen. Wir setzen uns von Anfang an an den Tisch und überlegen, was sind die wichtigen Fragestellungen aus der klinischen Sicht, was sind die Möglichkeiten aus der technologischen Sicht und wir entwickeln das Projekt zusammen und wir interpretieren es auch zusammen. Und das empfinde ich als etwas ganz Besonderes. Und wenn man an einem Standort ist, dann empfindet man das ja vielleicht immer als besonders. Aber was mich sehr gefreut hat, wir hatten im Februar diesen Jahres eine Ausschreibung für Kandidaten im Bereich von Einzelzelltechnologien, die wir ausgeschrieben haben und es kamen internationale hervorragende Kandidaten. Wir hatten dann das Vergnügen, 12 Kandidaten hier im Interview zu haben, die 4 besten uns auszusuchen. Und was dann passiert ist, fand ich noch bemerkenswerter. Von den anderen Kandidaten haben dann nämlich einige angerufen. Die haben gesagt, das war mit dem Team Spirit und was da passiert in Berlin mit der Dynamik so toll. Wir haben es nicht unter diese ersten 4 geschafft, aber wenn wir unser eigenes Geld einwerben, dürfen wir dann trotzdem nach Berlin kommen. Und das, da habe ich gedacht, ja, da will man hin, dass die Leute ihr eigenes Geld mitbringen und sagen, ich kann damit hingehen, wo ich will, in Deutschland oder auch international, aber ich nehme es und gehe nach Berlin. Und das fand ich toll. Herr Krömer, was erwarten Sie noch von der Politik? Hat die Politik jetzt genug getan? Ich meine, in den letzten Jahren war sie ja recht spendabel und eben nicht nur das Land, sondern der Bund auch. Es gibt andere Bundesländer, die beschweren sich und sagen, warum kommt hier eigentlich immer alles, was irgendwie mit Medizin zu tun hat, nach Berlin? Ja, was soll das eigentlich? Und jetzt sind mal die anderen dran. Ja, so nach der, ich verkürze. Erwartungen Richtung Politik erstmal erfüllt, da gibt es nicht mehr viel zu erwarten oder haben Sie noch konkrete Erwartungen? Ich glaube, was man erreichen muss, wenn Sie sich die international erfolgreichen Standorte angucken oder auch die in Deutschland erfolgreichen Standorte angucken, braucht man eine dauerhaft enge Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft, weil ein Ende einer solchen Entwicklung ist ja nicht abzusehen. Es geht immer weiter, man muss sich neu adaptieren und es muss enge Kommunikationswege geben, so wie das hier in Berlin derzeit der Fall ist, zwischen Politik und Wissenschaft. Dann kann man gemeinsam Dinge entwickeln. Vor allen Dingen, wenn man sich, wie Herr Müller es gerade ausgeführt hat, auch darüber im Klaren ist, dass solche Sachen überhaupt nicht mehr von alleine kommen. Es reicht heute meines Erachtens nicht mehr, sehr guten Leuten viel Geld zu geben und abzuwarten, was passiert, sondern sie müssen eine relativ genaue Vorstellung haben. Sie müssen Strategie haben, wo sie die nächsten Jahre und vielleicht auch durchaus mal die nächsten 10 oder 20 Jahre hingehen wollen, die konsequent umsetzen und die natürlich immer wieder adaptieren an die aktuellen Ereignisse. Aber wesentlich ist, wie fast überall in diesen komplexen Gesellschaften,
eine gute und enge Kommunikation und gegenseitige Zieladjustierung. Jetzt kam gerade noch eine sehr spannende Frage von Andrew Farlow, der sagt, naja, es gibt ja auch die große Herausforderung für Exzellenz im Bereich der globalen Gesundheit. Also im Grunde das Thema globale Gesundheit, was vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas ist, mit dem man viel Geld verdienen kann. Sondern im Grunde, wenn es darum geht, sind wir auch beim Thema gesellschaftliche Verantwortung. Wie lässt sich das mit einem mit Risikokapital Wall Street finanzierten Zentrum im Bostoner Stil vereinbaren? Wie kann das funktionieren, dass man also auf der einen Seite sehr stark an das Allgemeinwohl appelliert, dass man vielleicht auch Themen verfolgt, die nicht unbedingt marktgängig sind, aber wichtig sind, und dass man dort dann auch Investoren gewinnt? Geht das überhaupt, Herr Krümer, oder ist das ein Widerspruch? Muss da der Staat ran? Also Global Health haben wir nun gerade erlebt, als das zentrale Topic weltweit. Und primär ist es aus meiner Sicht in der Tat zu verbinden, auch mit weltweiten staatlich getragenen Organisationen oder gemeinnützigen Einrichtungen wie Stiftungen von Gates oder Wellcome oder sowas in der Art. Also ich glaube, globale Gesundheit ist wahrscheinlich punktuell in Einzelentwicklung auch über Startups durchaus denkbar, aber das große Bild davon zu zeichnen und der Bedeutung nachzukommen, was uns ja wirklich jetzt gerade allen vor Augen geführt worden ist, das ist aus meiner Sicht schon eine Aufgabe, die ich eher beim Staat verorten würde. Mhm. Herr Müller, Global Health, globale Gesundheit, ist das etwas, wo man sagen könnte, durch Corona muss der Staat noch stärker als früher rein? Sie haben am Anfang so ein bisschen gesagt, naja, vielleicht können wir das gar nicht, wir können verlässlich sein, aber vielleicht wird es auch enger, vielleicht ist der Staat ja noch stärker gefragt jetzt. Naja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Man kann ja auch mit knappen Ressourcen verlässlich sein und Planungssicherheit geben. Und das ist schon eine Lehre jetzt aus der Zeit. Das wird ja dann ganz praktisch für die Politik. Wir haben jetzt gelernt, was wir an Risikovorsorge, an Hilfsgütern schlichtweg einfach uns leisten müssen. So über Jahre haben wir gesagt, wir bezahlen das im Gesundheitssystem, was sofort gebraucht wird, was abgerechnet werden kann. Und auf einmal merken wir, was das für ein fataler Weg ist, weil man schnell reagieren muss mit Vorsorge, weil man schnell einen Puffer praktisch braucht, egal ob es Betten sind oder ob es Material ist, was zur Verfügung stehen muss, bis hin zu Masken. Wenn man sich das überlegt, was wir europaweit ja anstellen mussten, um über Wochen erstmal die nötigen Masken oder die andere Hilfsmittel zu organisieren. Das ist eine Lehre. Das ist eine Lehre, dass so etwas anders finanziert werden muss, dass es dafür entsprechende Vorsorge geben muss. Und das ist in der Politik auch angekommen. Und insofern glaube ich tatsächlich, das ist eine politische Aufgabe, das zu organisieren. Wiederum allerdings auch in einem Netzwerk. Ganz konkret sehe ich es in Abstimmungsrunden mit meinen Bürgermeisterkollegen aus Paris oder London oder Istanbul, aus Buenos Aires, aus Los Angeles. Wir haben Videoschalten und unterhalten uns darüber, wer von uns macht was und was machst du, wovon ich lernen kann. Ja, das ist wiederum ein Netzwerk auf einer anderen Ebene. Kurz nachgefragt, Sie haben eben gesagt, auch wenn man weniger Geld gibt, kann man verlässlich sein. Was ist daran verlässlich, wenn man dann Institutionen sagt, wir geben euch künftig weniger Geld? Na, was nicht passieren darf, ist, dass ich sage, heute kann ich aus dem Vollen schöpfen und morgen ist vorbei. Das wäre das Schlimme. Das wäre aus meiner Sicht, jedenfalls wäre es für die Wissenschaft das Schlimme, wenn man eben von Thema zu Thema springt, wenn man von Jahr zu Jahr kämpfen muss um Ressourcen und nicht weiß, wie geht es weiter. Aber wenn man eine Planungssicherheit gibt und sagt, wir wissen, wir können für einen Zeitraum von 5 oder 10 Jahren, können wir das bieten und unterstützen und wir müssen dann vielleicht etwas neu verabreden. Es wird weitergehen mit der Unterstützung, aber wir müssen neu verabreden. Ich glaube, dass damit alle Beteiligten umgehen können. Ich war, bevor ich zu der Frage von Andrew Farlow kam, waren wir ausgegangen von Erwartungen an die Politik. Und da würde ich gerne noch mal die Runde weiterhören. Frau Kieback, was erwarten Sie sich von der Politik, Bundesebene, Landesebene, wer auch immer? Was kann die Politik noch besser machen? Ja, ich fange mal klein an Landesebene. Ich glaube, was uns gerade Planungssicherheit zum Beispiel auch helfen würde, das Wenigste, was Investoren mitbringen, ist Zeit und Geduld. Und ich habe zum Beispiel jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass wir als Medikamentenentwickler ja auch sehr streng reguliert sind durch die Landesbehörde. Es gibt ganz viele Sachen, wo die Oberaufsicht hat über unsere Herstellungsprozesse, über die Genehmigung verschiedener Verfahren. Und wir haben häufig die Erfahrung gemacht, dass die Behörde gar nicht hinterherkam, ja, mit der Beantragung. Selbst wenn es Zeitfristen gab, in der solche Einträge genehmigt sein müssen, sind diese Zeitfristen, werden nicht gehalten oder müssen nicht gehalten werden, wenn die
Belastung der Behörde zu groß ist. Und das erlaubt uns zum Beispiel keine Planungssicherheit, die ich Investoren gegenüber kommunizieren kann, den Gesellschaftern der Firma gegenüber kommunizieren kann. Das ist ein starkes Problem für uns. Ganz herzlichen Dank. Ich sammle noch weiter. Frau Eggert, Erwartungen an die Politik. Ja, ich will jetzt nicht immer nur über Finanzen sprechen. Es gibt ja auch ganz andere Felder, wo wir uns über Unterstützung freuen würden. Und da spreche ich über Dinge, die die regulatorischen Behörden betreffen. Das ist kein typisches Berlin-Problem, aber es ist auch ein Berlin-Problem. Wir sind in Deutschland bürokratischer als Europa und auch als Amerika. Und wir empfinden das sehr, sehr häufig als Hemmschuh, unsere wissenschaftlichen Fragestellungen zu adressieren. Das fängt bei Bürokratie von Tierversuchen an, ist kein beliebtes Thema, aber es ist natürlich auch extrem wichtig im Bereich der zellulären Therapien und ich glaube auch bei T-Knife hat man damit Erfahrungen gemacht, dass wir da ganz lange Kämpfe mit den regulatorischen Behörden auskämpfen müssen, bis wir diese Produkte auch nur halbwegs in die Herstellung bekommen und da würden wir uns, und das wäre auch mein persönlicher Wunsch an den Bürgermeister, einfach einen engen Schulterschluss mit dem Lageso auch woanders mit regulatorischen Behörden, mit Bundesbehörden machen, dass wir früh miteinander ins Gespräch gehen und uns da im Miteinander mehr finden und nicht nur gegenseitig das Leben schwer machen. Das wäre hilfreich. Herr Müller, sind Sie sich dessen bewusst, dass an der Stelle, wenn es um diese bürokratischen Hürden geht, noch einiges zu tun ist? Ja, eindeutig. Also es war ja auch schon die Frage des Personals, wie schnell sind Abläufe und wer steht zur Verfügung als Ansprechpartner. Das wissen wir, dass wir da auch besser werden müssen, um ein konkurrenzfähiger Standort zu sein. Das ist auch eine Investition in die Zukunft, für das entsprechende qualifizierte Personal auch zu sorgen, die Entscheidungswege zu verkürzen. Das stimmt und da haben wir auch einiges aufzuholen aus den Sparjahren der letzten Jahre. Es gibt, das muss ich wieder zurückgeben an die Wissenschaft oder an die Unternehmen. Es gibt eine Sache, die oft unterschätzt wird. Das ist die Macht der Parlamente. Die Parlamente entscheiden zum Schluss über Ausstattung und entscheiden auch über Schwerpunktsetzungen. Und insofern muss man die mitnehmen. Man muss für einen Weg auch werben. Man muss ihn erklären. Man muss einem Sportpolitiker in einem Parlament erklären, warum es wichtig ist, so und so mit Tierversuchen zu arbeiten. Nicht so einfach, muss aber auch die Wissenschaft übernehmen und diesen Auftrag auch annehmen, das deutlich zu machen, wie wichtig bestimmte Prozesse sind und Abläufe sind. Also das soll nicht Regierung aus der Pflicht nehmen. Ich mache das auch gerne und werde auch dafür sorgen und alles tun, was man tun kann, um die Dinge zu verbessern. Aber das ist ein Geben und Nehmen und jeder muss auch verstehen, für einen Weg muss man, ja, man muss um Akzeptanz werben, man muss deutlich machen, worum es geht, man muss es schlichtweg erklären. Ganz herzlichen Dank. Die Frage, die von Angelika von Weizsäcker jetzt kam, die passt ja wunderbar, ne? Weil sie im Grunde genau darauf anspielt. Wie kann in Berlin ein konkurrenzfähiges regulatorisches Umfeld geschaffen werden, auch im Vergleich zu anderen deutschen Standorten? Dann wird wieder München genannt, dass die Genehmigung und Durchführung klinischer Studien zu innovativen Therapieformen beschleunigt. Im Grunde das genau, worüber wir jetzt gesprochen haben, sieht man eben auch im virtuellen Publikum sind genau diese Fragen da. Und wie Sie sagten, Frau Eggert, es geht eben nicht nur um Geld, es geht um anderes, aber Herr Müller hat den Ball zurückgespielt. Es geht auch ums Commitment der Wissenschaft. Herr Müller hat ja vollkommen recht. Es dreht sich letztendlich immer alles um das Thema Kommunikation und wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, da können wir von beiden Seiten noch besser aufeinander zugehen und erklären, warum bestimmte Dinge schwierig sind. Es nimmt einfach Formen an, wo wir die federführende Wissenschaft einer klinischen Studie in Berlin nicht mehr übernehmen können, weil zum Beispiel Ethikkommissionen zu rigide entscheiden, aber auch in Unkenntnis vieler Dinge und dann einfach auch Pharmaunternehmen ihre Studien woanders hintragen und sagen, hier geht es schneller und hier werden weniger Hürden aufgebaut. Aber ich glaube, das ist ja kein böswilliges Verhalten, sondern es ist tatsächlich ein Mangel an Kommunikation. Und wenn wir es schaffen, hierfür eine Plattform zu generieren, wie wir frühzeitig ins Gespräch gehen und uns als Wissenschaftler und Kliniker auch besser erklären, glaube ich, können wir dann eine ganze Menge lösen. Herr Gröber? Und dann Herr Müller auch nochmal? Naja, wenn man jetzt nochmal in die letzten Monate geht, haben wir eigentlich in Deutschland eine Überschneidungsfläche zwischen Politik und Wissenschaft bekommen, wie wir die in der Intensität nicht hatten. Und wenn wir die weiter pflegen und gut organisieren und aus dem Missverständnis rauskommen, dass jede der beiden Seiten dachte, dass die Überschneidungsfläche nach ihren Regeln funktioniert. Das ist ja eins der zentralen Probleme gewesen. Und wenn wir das durch eine Diskussion weiter pflegen und diese Schnittmenge besser klären, dann kann man hier, glaube ich, auch in Deutschland Dinge erreichen, die vielleicht in anderen Ländern in dieser Form nicht funktionieren. Mhm. Herzlichen Dank. Bevor ich wieder zu Phil Sharp zurückgehe, noch eine Frage an die Runde.
nochmal die Kurve zu Boston, Berlin als nächstes Boston oder als nächstes Shanghai oder ich weiß gar nicht, vielleicht müssen wir auch die Referenz ändern. Inwiefern müssen wir vielleicht auch aufpassen, dass wir uns nicht selbst täuschen, dass wir es uns nicht selbst schönreden? Also das ist jetzt ja auch schön dahergesagt und das sind ja auch schöne Gedanken, die wir hier haben. Aber wo würden Sie sagen, hier in der Runde, naja, jetzt mal vorsichtig, den Fehler der Selbsttäuschung sollten wir nicht machen, Frau Kiebak? Ich glaube, Phil Schaper hat es schon gesagt, wir sind im ersten Jahrzehnt von vielleicht vier. Das heißt, ich glaube, man sollte nicht zu schnelle Erwartungen daran haben. Das ist viel Arbeit, um dahin zu kommen. Und es ist viel Mindset, nicht nur finanzielle Investitionen, sondern auch strukturelle Probleme, die behoben werden müssen. Frau Eggert, Selbsttäuschung. Selbsttäuschung. Ich finde, dass man sich hehre Ziele stecken muss, das hat nichts mit Selbsttäuschung zu tun. Man sagt immer so schön, wenn man zum Mond reisen will, muss man auf die Sterne zielen. Und ich glaube, das ist richtig. Wenn man sich keine ehrgeizigen Ziele steckt, dann kommt man nirgendwo hin. Und das sollten wir uns alle so vornehmen. Das hat nichts mit Selbsttäuschung zu tun. Mhm. Herr Krömer? Ich glaube, dass ein gewisses Maß an Selbsttäuschung uns wahrscheinlich hilft, täglich durchs Leben zu kommen. Und man muss aufpassen, dass, sagen wir mal, die Schnittmenge zwischen Selbsttäuschung und Realität noch so ist, dass man sich ja in realistischen Bereichen bewegt. Können Sie ein Beispiel nennen, weil in Bezug auf den Berliner Gesundheitsstandort, wo Sie sagen, die Mischung aus Realität und Selbsttäuschung ist ideal? Ein ideales Maß an Selbsttäuschung wird man nicht haben, aber was wir, glaube ich, alle gelernt haben, wenn man länger in solchen Jobs ist, dass doch ganz viel des Fortschritts auch weniger durch Fakten als mehr durch Psychologie und durch Aussicht getrieben wird. Und das ist wiederum eine Geschichte, die sehr stark daran hängt, wie man in der Lage ist, das zu kommunizieren und das zu vermitteln. Und da sind wir wieder bei dem Zentrum kommunikativer Elemente in diesem gesamten Setting, was nicht so exakt fassbar ist, was aber meines Erachtens von enormer und zentraler Bedeutung ist. Selbsttäuschung, Herr Müller, in der Politik ist ja nichts, worüber man unheimlich gerne redet. Ja. Aber gibt es auch Dinge, wo Sie sagen würden, naja, also gibt es da auch Dinge, wo Sie sagen würden, naja, wir reden uns in Berlin zwar gerne mal groß, aber an den Stellen sollten wir dann doch bescheiden sein? Ich glaube nicht, dass wir uns da im Moment selbst täuschen, sondern schon ganz realistisch einschätzen, wo wir stehen. Eine Gefahr der Selbsttäuschung könnte vielleicht in Zukunft sein, wenn man glaubt, dass die Erfolge der letzten Jahre immer so weitergehen und dass man alles aus eigener Kraft entscheiden kann. Das werden wir nicht. Wir brauchen dazu andere Partner und wir brauchen schon mal auch, ich sage es nochmal, auch die Bundesebene, die uns sehr unterstützt hat, ist nicht einfach im föderalen System. Dass auch immer wieder von der Bundesebene auch in Berlin hier mit diesem Potenzial ein Schwerpunkt gesetzt wird. Das wäre eine fatale Selbsttäuschung, wenn da irgendwann mal der Eindruck entsteht, das machen die Berliner schon irgendwie alleine und es wird sich schon gut entwickeln. Das kommt nicht von alleine und das kommt auch nicht nur aus eigener Kraft. Mhm. Umgekehrt wäre es vielleicht auch eine Selbsttäuschung zu denken, dass der Bund auf Dauer immer so viel Geld nach Berlin schieben wird. Ja. Genau, deswegen sage ich, es gibt viele Akteure, die ihren Teil dazu beitragen werden müssen, wenn es so weitergehen soll. Und da macht mal der eine mehr und mal der andere mehr, aber es wird immer aufeinander ankommen. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Jetzt komme ich zu Phil Schaap. Ich lese nur noch mal einen, eigentlich ist es mehr ein Kommentar, finde ich. Wie steht es mit biologischer Grundlagenforschung, zum Beispiel Evolution oder Vielfalt? Sie haben vielleicht keine direkte Anwendung, bringen aber die Grundlage für weitere, vor allem unbekannte Themen. Letztes Jahr galt Forschung an Covid-19 als Grundlagenforschung oder an Coronavirus, würde ich in dem Fall sagen, vor Covid-19. Heute steht die Nützlichkeit dieser Grundlagenforschung außer Frage, von Miguel Mendez. Das lasse ich vielleicht mal so stehen. Ich glaube, das steht für sich selber. And now I'm getting back to you, Phil Schaap, in Boston. Well, our health is very dependent upon our environment. Also ich würde sagen, dass wir natürlich sehr von unserem Umfeld abhängig sind und mit Herausforderungen so wie der Klimawandel oder Ökosystemveränderungen, da müssen wir natürlich immer unser Denken in der Medizin und im Gesundheitswesen mit den Ereignissen im Umweltbereich integrieren. Und ein Monitoring der Umwelt ist ganz wesentlich, um zu verstehen, wo denn die Veränderungen stattfinden und was das für uns bedeutet. Und das betrifft natürlich in erster Linie auch die Biologie. Aber ich möchte auf etwas zurückkommen, was ich jetzt mehrfach gehört habe, in einer sehr interessanten Diskussion übrigens. Die Biomedizin
Die biomedizinische Forschung ist international. Die Wissenschaft, die in den USA, in China, in Singapur oder anderswo gemacht wird, wird in der ganzen Welt geteilt. Durchbrüche ereignen sich in der ganzen Welt. Deutschland hat eine lange, lange Geschichte innerhalb dieser internationalen Beziehung, ist ein starker Partner, mit anderen Worten. Und deswegen glaube ich schon, dass Berlin ein wichtiger Grundpfeiler in diesem Feld ist und wo sich auch Entwicklungen ergeben, auf die jeder deutsche Bürger stolz sein kann. Covid, okay, kam aus China. Das müssen wir nun in China verstehen, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und genau das passiert ja gerade. Genau das sehen wir ja, dass wir hier eine internationale Community im Gesundheitswesen haben. Und wichtig wird sein, ein Teil dieser Community zu sein und auch selbst einen Beitrag zu leisten durch Innovation. Das wird für die Gesellschaft insgesamt ganz wesentlich sein. Ich fand die Frage ganz interessant, dass wir uns vielleicht nicht mehr an Boston orientieren sollten, sondern vielleicht direkt nach China blicken sollten. Was denken Sie denn? Ist Boston nicht mehr der Referenzpunkt? Naja, China macht ganz wunderbare Dinge. Die investieren signifikant in die Grundlagenforschung und in die biologischen Wissenschaften, die Lebendwissenschaften. Die haben ihre Forschergemeinschaft grundlegend verändert, sie atemberaubend eigentlich verwandelt in den letzten Jahrzehnten. Also ja, wir können enorm viel von China lernen. Die Herausforderung in China besteht nun darin, wie diese Innovation eingespeist werden kann in die internationale Gemeinschaft. Und daran arbeiten sie, glaube ich, und das werden sie auch in Zukunft hinbekommen. Aber wir lernen genauso viel von unseren deutschen, englischen, französischen Kollegen. Letztendlich erzielen wir überall in allen Ländern medizinischen Fortschritt. Es gibt neue Innovationsgrundlagen. Die Zelle, die Einzelzellanalyse ist eine davon. Die Zellklinik ist eine wirklich wichtige Idee, die uns dabei helfen wird, den Krankheitsverlauf besser zu verstehen. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Raum für eine Gemeinschaft, die sich zusammenfindet, die zusammenarbeitet, um dann eben gemeinsam wichtige Ergebnisse zu erzielen. Sie haben ja der Diskussion zugehört. Gibt es denn noch andere Beobachtungen, die Sie gerne loswerden möchten oder Fragen vielleicht auch an unsere Panel-Teilnehmer? Ich glaube, es gibt einen Bereich, der auch mit an den Tisch geholt werden muss, und das sind die Unternehmen. Die pharmazeutischen Unternehmen, die chemische Industrie, die landwirtschaftliche Industrie. All diese nutzen ja letztendlich Ergebnisse aus den Lebenswissenschaften, um dann wiederum Innovationen hervorzubringen, die der Menschheit nutzen. Es reicht also nicht, sich auf die Grundlagenforschung zu konzentrieren, die natürlich wichtig ist, keine Frage. Aber wichtig ist, sich noch mehr mit den Unternehmen zu vernetzen, die letztendlich ja sagen werden, was nötig ist in Bezug auf die Innovationen, die einen Unterschied bringen. Das, glaube ich, ist eine Riesenchance in Berlin. Natürlich gibt es auch in kleineren Unternehmen sehr viel an Innovation, aber letztendlich sind es die Großen, die Zugang haben zu den Märkten, die auch im regulatorischen Umfeld natürlich ganz anders agieren können und die wichtig sind, um zu sehen, wie man denn Innovationen letztendlich dann auch den Patienten Nutzen bringen können. Noch Fragen an die Panel-Teilnehmer? Ja, mich interessiert, wie emerging important topic that will take
alle denn dieses Thema als wichtig betrachten, das auch Zeit braucht, um wachsen zu können, was sich dann in mehr Investitionen in die Grundlagenforschung in anderen Feldern niederschlagen wird, in mehr Integration, die Integration der Krankenhäuser, zum Beispiel der Kliniken, fand ich sehr interessant. Die langfristige Perspektive fand ich sehr spannend, dass das etwas ist, was man speziell in Berlin in einem neu geschaffenen Raum erfolgreich betreiben kann. Eine letzte Frage an Sie, Phil. Wenn Sie jetzt in Boston auf die Straße gehen und mal fragen würden, welche führenden Städte gibt es denn für die medizinische Forschung? Oder welche Städte würden die Bürger denn dann nennen? Wäre Berlin vielleicht eine davon? Naja, Berlin ist im Kommen. Also noch nicht, mit anderen Worten. Es wäre etwas, für das sich Menschen interessieren. Ich habe mich mit anderen Europäern unterhalten, aus anderen Ländern, die im pharmazeutischen Bereich unterwegs sind. Ich habe mich mit ihnen über Berlin unterhalten. Man sieht Berlin als Zentrum, das im Kommen ist. Man sieht das Potenzial von Berlin. Die Bausteine sind vorhanden, wenn man so will. Es ist also wirklich etwas, was wirklich im Aufkommen ist. Also welche Städte würden denn genannt werden, wenn man jetzt in Boston auf die Straße geht und mal fragt, vielleicht auch Wissenschaftler fragt, was sind denn die weltweit führenden Städte für die Lebenswissenschaften außer Boston? Also Cambridge in England oder auch die englische Community wäre ganz vorne mit dabei, sicherlich. Paris, Holland hat auch sehr interessante unternehmerische Innovationen. Also ja, es gibt Zentren, die sich gerade erst entwickeln und andere Zentren, die sich entwickeln wollen, sozusagen. Okay, und Berlin gehört in die letzte Kategorie? Naja, also ich glaube, es ist schon einen Schritt weiter. Es ist schon weiter und nicht mehr in dem Stadium, es nur zu wollen. Und es bewegt sich und das ist toll. Und deswegen, ja, finde ich das sehr spannend und finde auch die Möglichkeiten ganz, ganz spannend, die sich hier bieten. Toll, vielen, vielen Dank, Phil. Sie kommen ja auch öfters mal nach Berlin. Sie werden sicherlich auch nach Corona wieder nach Berlin kommen und werden uns weiter im Auge haben. Vielen, vielen Dank für Ihren Beitrag. Herr Müller, das war jetzt ja doch ein bisschen Wasser in den Wein, ne? Also Cambridge in England. Nachdem Sie zehnmal nachgefragt haben, musste ich. Sie haben ja nicht locker gelassen. Er hat alles gesagt, Cambridge in England, er hat Paris genannt, er hat sogar Holland genannt. Herr Krömer sagt, ja, es überrascht ihn nicht. Ich finde gerade Holland, ja, ein kleines Land mit einer ganz lang angelegten, strukturierten Wissenschaftspolitik. Ein echt gutes Beispiel für uns. Da können Sie sich so Institutionen angucken, die in manchen Bereichen innerhalb von 20, 25 Jahren wirklich auf die Landkarte gekommen sind. Gucken Sie sich die Universitätsmedizin in Maastricht an, ja, in einem Landstrich, wo vorher nichts war, überhaupt nichts, wo man gesagt hat, wir machen das ganz bewusst, wir entwickeln rund um eine Institution einen ganzen Bereich, einen ganzen Landstrich. Und das haben die in 25 Jahren geschafft. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir das nicht auch können. Mhm. Und da reden Sie nur von 25 Jahren, nicht wie er von 40 bei Boston. Also das heißt, wir haben den ein bisschen kürzeren Weg, wenn wir Holland folgen. Und 10 sind schon rum. Ja, ich bin kein Freund von diesen Definitionen, wie lange man für solche komplexen Vorgänge braucht. Da braucht man ein bisschen Glück, da braucht man die richtigen Leute, die zu bestimmten Zeitpunkten an einem Ort sind. Dann geht das auch mal schneller. Aber der Punkt, der dahinter steht, ist, dass Sie Überlegungen erstens langfristig anlegen und dann auch natürlich mit Adaptationen an aktuelle Entwicklungen einfach dabei bleiben, das zu machen. Und da sind wir in Deutschland nicht immer gut drin. Mhm. Phil Sharp hat auch noch mal, Frau Kiebeck, das Thema Kontakte zu Pharmaceutical, also zu Pharmaunternehmen genannt, überhaupt zur Unternehmensszene. Das ist ihm ein ganz wichtiger Punkt und er offenbar teilt er da den Eindruck, dass da die größte Baustelle ist. Was lernen wir denn daraus? Ja, warum nicht schon sehr früh in der akademischen Ausbildung zum Beispiel auch das integrieren, dass man Kontakt hat, dass es Jobmessen gibt, wo aktiv darum geworben wird, dass es Jobs in der Pharmabranche gibt oder Jobs in der Biotech-Branche oder aber die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich glaube,
da sehe ich Möglichkeiten, zum Beispiel schon in der Ausbildung Leute dafür zu gewinnen. Mhm. Frau Eggert, ist das was die meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen gern tun würden? In ihrem Rahmen ihrer Forschung und Lehre und vor allem auch ihrer Lehre immer schon den Kontakt zu Unternehmen zu pflegen? Ich glaube, dass auch da ein Umdenken stattfindet und ich würde das eher als bilateralen Austausch sehen, also nicht nach Jobsuche in der Industrie, sondern warum soll ein Postdoc von Bayer nicht in einem akademischen Labor arbeiten und umgekehrt? Mhm. Und ich glaube, so kann man beide Kulturen auch aneinander annähern und es braucht einfach einen Marktplatz, eine Institution, wo diese direkten Berührungspunkte geschaffen werden. Und dafür wäre die Zellklinik ein Beispiel. Ganz herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne in eine Abschlussrunde übergehen. Jetzt, wenn wir einen Weg haben, den wir von jetzt zu Boston oder Shanghai oder Paris oder was auch immer man nehmen möchte, überwinden wollen, einen Weg, den wir machen wollen, dann müssen wir die ersten Schritte gehen. Was sind denn die nächsten Schritte, die wichtigsten nächsten Schritte, die wir gehen müssen, die Berlin gehen muss als Gesundheitsstandort, um voranzukommen, egal ob es jetzt 10 Jahre dauert, Herr Krömer, oder 25 oder 40. Was sind, Herr Krömer, aus Ihrer Sicht, was ist der nächste logische Schritt? Ich glaube, wir haben jetzt ja durchaus Zeit damit zugebracht, sorgfältig zu analysieren, wie hier die Situation ist, wie wir auf die besonderen Stärken von Berlin zurückgreifen können. Es sind eine ganze Reihe struktureller Voraussetzungen jetzt geschaffen worden. Phil Sharp hat darauf abgehoben, dass dieses Berliner Institut für Gesundheit gibt, was ab 1. Januar selbstständig aber in die Charité kommt. Was ja eine schwierige Geburt war, Herr Krömer, ne? Wenn man die jetzt nachher verfolgt. Schwierige Geburten, insbesondere bei kleinen Kindern, führen dann häufig zu erfolgreichen Ergebnissen. Also von daher würde ich mir das mal in Ruhe angucken, was daraus wird. Und eigentlich ist das so wie in einer, würde ich sagen, guten Küche. Es sind alle Zutaten da, die liegen auch alle am richtigen Platz. Und jetzt muss man eben sich ausreichend Zeit geben und trotzdem ausreichend intensiv und ehrgeizig daran arbeiten, das Ganze weiterzuentwickeln. Also das finde ich schon relativ faszinierend an Berlin und auch im zumindest nationalen Maßstab ziemlich einmalig, was es hier für Möglichkeiten gibt, Dinge zusammenzusetzen und in eine Interaktion miteinander zu versetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das hinkriegt. Aber der nächste Schritt ist, Berliner Institut für Gesundheitsforschung richtig zum Leben erwecken und als Instrument nutzen, um Berlin weiterzuentwickeln. So habe ich Sie verstanden. Na, wenn Sie sich mal angucken, das ist ein wesentlicher Schritt, aber wenn Sie sich mal die letzten 2-3 Jahre angucken, was an diesem Berliner Institut für Gesundheit passiert ist, wie viele Leute dahin gekommen sind, was Angelika Eggert hat das gerade erzählt, was für Leute mittlerweile auch junge angezogen werden von solchen Institutionen. Dann haben wir die Interaktion mit dem MDC, Thomas Sommer ist hier, haben dieses BIMSPI hier. Hier gibt es eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten, die man entschlossen verfolgen muss und davon bin ich fest überzeugt, arbeiten wir auch intensiv an der Charité dran. Sie brauchen so eine Vorstellung, wo Sie in 10 Jahren sein wollen. Ja, so dieses, was man früher hatte, ich tue irgendwo Geld rein, warte ab, dass was Positives passiert. Das ist vorbei in dieser komplexen Welt. Sondern man muss eine Vorstellung entwickeln, wo ich gerne sein möchte. Mhm. Frau Eggert, der nächste Schritt. Wenn ich mal bei dem Bild mit dem Kochen bleiben darf, ich glaube, wir müssen jetzt beweisen, dass wir nicht nur gut kochen können, das können viele, sondern dass wir auch die Rezepte generieren können. Und dafür haben wir alles da. Und wenn wir uns jetzt hier schlau zusammentun, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir erste Projekte auch der Bevölkerung plausibel machen können, die erfolgreich sind und wo es funktioniert. Und ich glaube, da sind wir schon ganz nah dran. Und wenn wir da jetzt in dieser Richtung weiterarbeiten, dann gibt es bald diese Beispiele, die dann auch überzeugend sind, dass wir die Rezepte gestalten können und was leisten können. Können Sie uns schon ein Preview geben, was das für Beispiele sein könnten? Ich glaube, die Previews kann am besten Nikolaus Rajewski geben im Bereich seiner Einzelzelltechnologien. Da sehe ich hohes Anwendungspotenzial. Aber ich glaube, jetzt sollten wir nicht über ungelegte Eier sprechen, sondern dann präsentieren, wenn es wirklich vorzeigbar ist. Das dauert noch ein kleines bisschen. Aber wichtig ist eben dann den Leuten klarzumachen, hey, das hat Relevanz für euch. Genau. Und das ist etwas, das kommt in eurem täglichen Leben auch an. In der Form. Ja, und darüber muss man auch in den direkten Austausch gehen, nicht nur über die Presse, sondern auch wirklich Plattformen der Kommunikation mit der Bevölkerung etablieren. Ich würde gerne mit Frau Kiebach als letztes die junge Forscherin hören. Herr Müller, der nächste Schritt. Ich habe große Hoffnung und setze auch darauf, dass sich unsere Zukunftsorte noch so entwickeln, dass wir da weitere Schnittstellen finden und schließen werden. Eben auch, also wenn man jetzt wieder an diesen Siemens Campus denkt oder an TXL, dann die ganze Möglichkeit, die sich daraus bietet.
Ich glaube, da sind nochmal Schnittstellen und Partnerschaften, an die man so im ersten Moment gar nicht denkt, wenn wir an den Gesundheits- und Medizinstandort denken. Aber es entstehen wieder Kooperationen. Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, was Herr Rajewski mir erklärt, dann ist es wohl so, dass wir in Zukunft mit riesigen Datenmengen arbeiten müssen. Dafür brauche ich vielleicht ganz andere Partner als das BIH oder das MDC selbst. Da brauche ich vielleicht Industriepartner, da brauche ich Siemens oder brauche andere große Unternehmen. Und wir haben mitten in der Stadt die Möglichkeit, mit diesen Zukunftsorten diese Schnittstellen zu schließen und die Menschen, die Unternehmen zusammenzuführen, daraus auch wieder Kommunikation zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist nicht weit Zukunftsmusik, die weit weg irgendwann mal umgesetzt wird, sondern das ist wirklich eine sehr nahe Zukunftsmusik, eine, die jetzt organisiert werden kann. Ganz herzlichen Dank. Frau Kieberg, der nächste Schritt, nicht derjenige, dass Sie aus Buch nach Mitte wollen, und sonst der nächste Schritt? Der nächste Schritt, für uns, glaube ich, wir haben die schwierigste Starthürde genommen. Aber wenn ich mir jetzt einfach was wünschen könnte für die nächsten Unternehmen, die danach kommen und denen einen guten Weg bereiten möchte. Ich glaube, was es braucht ganz konkret sind zum Beispiel Inkubatoren, Räume, wo Forscher sich ausgründen können, wo eingerichtete Labore bereitstehen, Flächen bereitstehen, wo man für relativ kleines Geld eine Umsetzung hinbekommt und sich ein bisschen loslösen kann aus der akademischen Einrichtung. Inkubatoren, und ich glaube, es gibt einige Projekte an den Instituten, die es aber noch nicht wirklich in die Umsetzung geschafft haben. Und das Zweite ist, sind tatsächlich sehr gut organisierte Technologietransfereinheiten an den akademischen Institutionen, die es dann auch schaffen und die auch klare Richtlinien haben, wie sie am Ende das auch in Verträge gießen. Weil am Ende brauchen wir Verträge, wie haben wir Zugang zu Technologien, was fließt dafür zurück an wieder an die akademischen Einrichtungen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir sehr schmerzlich erfahren haben, wie schwierig das ist, am Ende über mehrere Jahre hinweg verhandeln, zu einem Vertrag zu kommen. Also Berlin, das neue Boston, Antwort würde sein, noch nicht. Aber vielleicht sind wir auf dem Weg dahin. Die ersten Schritte sind getan. Wir haben heute Abend, finde ich, eine Diskussion gehabt, die schon so, sage ich mal, ambitioniert war, aber realistisch dabei geblieben ist. Ich glaube, das war gut, dass wir nicht zu sehr abgehoben haben, aber doch Platz gelassen haben, auch für Visionen. Für die Vision ist in einer Minute wieder Nikolaus Rajewski zuständig, der das Schlusswort hat. Aber zunächst möchte ich Ihnen hier ganz herzlich danken, Frau Kieberg, Herr Müller, Frau Eggert, Herrn Krömer, ganz herzlichen Dank, Phil Sharp auch in Boston. Und ich möchte Ihnen gerne danken im virtuellen Publikum, die Sie nach ein bisschen Ruhe am Anfang doch dann sehr spannende, engagierte Fragen, Kommentare reingebracht haben, die unsere Diskussion sehr belebt haben. Vielen Dank, dass Sie das mitgemacht haben, dass Sie dabei waren. Und nun darf ich das Wort übergeben, das letzte Wort zum Abschluss nochmal an Nikolaus Rajewski. Ganz herzlichen Dank. Ich komme noch mal mit. Das ist natürlich eine ziemliche Position, in die Sie mich hier bringen. Jetzt nicht ganz überraschend, die Position. Ja, aber nach dieser sehr komplexen Diskussion kommt es mir doch schwierig vor. Ist denn aber das Thema... Ist es denn so, dass Sie nach der Diskussion immer noch sagen würden, Berlin ist das neue Boston? Oder würden Sie sagen, kann es mal werden? Also Berlin muss seinen eigenen Weg finden, das ist völlig klar. Und ich glaube, es findet auch gerade seinen eigenen Weg. Und hier möchte ich mal einen Punkt machen. Wenn man sich zum Beispiel den Boston anguckt, gibt es ja jetzt auch einen ganz interessanten Film, der dazu gedreht wurde. Was ist da eigentlich passiert? Und dann wird klar, dass da verschiedene Akteure angefangen haben, zusammenzuspielen. Da hat die Legislatur, hat die Politik, hat mit den Entrepreneurs, mit den Wissenschaftlern irgendwie, haben sie sich zusammengefunden. Und das hat unglaubliche Kräfte freigesetzt. Es hat immer noch lange gedauert. Das musste über Education auch noch dann viel gepflegt werden. Aber ich glaube, das waren sozusagen die Sprungfedern, die das Ganze nach vorne gebracht haben. Ich glaube, hier in Berlin haben wir eine Möglichkeit, gerade durch die Protagonisten, die zum Teil im Raum sind, zum Teil auch natürlich nicht im Raum sind, aber ich glaube, aus diesen verschiedenen Bereichen zusammenzukommen und eine ähnliche Community-Spirit zu bilden, wo wirklich die Grenzen aufgebrochen werden und man sieht, ja, es hat einen Mehrwert,
wenn man mal so ein bisschen von den Partikularinteressen jetzt also abschaut, sondern sich mit den anderen Kräften zusammentut, weil dann was Größeres entsteht. Und jetzt, um nochmal den Schluss, den Schulterschluss zu Virchow zu bringen. Also Virchow selbst hat er irgendwann eingesehen, also er war ein Charité-Mediziner und hat gesehen, er konnte halt damals nur so und so viel seinen Patienten tatsächlich helfen. Und hat dann ganz aktiv den Weg in die Politik gesucht, weil er gesagt hat, Politik ist Medizin im Großen. Das finde ich einen sehr interessanten Spruch, den kann man mal drüber nachdenken. Und ich glaube, was er realisiert hat, ist, dass wenn die Wissenschaftler, die Mediziner und die Politiker sich wirklich mal zusammentun und offen reden, dann werden Kräfte freigesetzt, die wirklich den Leuten zugutekommen. Weil das war, darf man nicht vergessen, war Virchows Anliegen. Es war nicht irgendwie Revenue zu machen oder den Stock Market zu beflügeln, sondern es war in der Hinsicht ein sehr, sage ich mal, sozialer Mediziner oder Politiker, der sich Sorgen gemacht hat, warum zum Beispiel im Juni die Kindersterblichkeit so stark anstieg in Berlin und so über die Zukunft nachgedacht hat. Wenn man das so ein bisschen zusammenbringt, was wir diskutiert haben, mit dieser Form von Virchow 2.0, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, hier was schon Besonderes zu machen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ganz herzlichen Dank, Nikolaus Rajewski, auch für den Anlass zu dieser Diskussion in der Reihe Breaking Boundaries. Die wird weitergehen, die Reihe? Die geht auf jeden Fall weiter, einmal jährlich und immer mit einem überraschenden, spannenden Thema, so hoffe ich. Ganz herzlichen Dank. Und damit würden wir uns verabschieden von Ihnen, die Sie zugeschaut haben. Thank you, Phil. Thank you, everybody from my side. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.